Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Nein, was heißt zurück? Willkommen zu der Devil May Cry 5 Demo. Sie ist ab heute, glaube ich, raus. Beziehungsweise je nachdem, wann das Video kommt, am 7. Februar. Und endlich auch für PlayStation. Vorher war es in einer Demo für die Xbox. Aber, ja. Jetzt kann ich sie auch endlich spielen. Ich meine, ich habe sie schon mal beim Kumpel gespielt, aber trotzdem, jetzt kann ich sie mit zu Hause schön auf der PlayStation aufnehmen. Und wir starten einfach mal mit einem neuen Spiel. Ein paar Tipps zum Durchlesen. Aber ich denke mal nicht, dass so krass viel Neues dabei ist. Ich meine, ich bin gerade dabei, die anderen Devil May Cry Teile aufzuholen. Mir fehlt jetzt nur noch das Ende von Teil 3. Also, hab so gut wie alles durchgespielt. That's it. No more wheels from here. Alright, guess I'm walking then. Yo, yo, yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Pause Menü mit Options, Steuerung ansehen, ja okay. Eigentlich alles wie gehabt. Devil Breaker, Nahkampfangriff, ja. Mächtige Schockwelle, heftiger Hoch... Was ist das, ein Hochflieger? Naja. Oh, das Spiel sieht so gut aus. Das ist schon geil. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, rote Kugeln. Kann man gegen Upgrades austauschen. Ich finde das so weird. So weird. Dass auf einmal Nero schneller wird, wenn man länger läuft. Das war bei den alten Devil May Cry Teilen noch nicht so. Was bist du? Okay. Balance. Kann man eigentlich. Okay. Steuerung. Ein bisschen wieder rauskriegen. Ja, rote Orbs. Okay, hier ist doch schon ganz schön dunkel in der Gegend. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Lecker! Der Breaker! Gedrückt halten für einen mächtigen Angriff. Erstmal kämpfen. Okay, war das nochmal? Oh Gott, das ist so ungewohnt. Okay, das ist irgendwie ein Kampfschlein. Okay, ich habe mich immer mega schlecht angestellt. Commentary auch nicht, bin überhaupt nicht mehr gewohnt, irgendwie zu Let's Play vor allem. Hat das ja bei dem letzten Devil May Cry, was ich aufgenommen habe und angefangen habe, und das hat ja schon gut funktioniert. Ich will mal. Okay, das ist cool. Das ist cool. Den Devil Breaker mag ich. Okay, ich muss einmal ein bisschen kurz Kombos. Okay. Na, Kombo.
Okay, da hat er nichts. Okay, anscheinend hat er wirklich an Kombos noch nicht viel, oder? Bewegen, Zielerfassung, Red Green, Combo 1, zweimal dann Pause in der Luft, nach hinten. High Roller. Ach ja, die Ex-Anzeige. Stimmt, das war ja das coole Zeug hier. Warte mal. Breakaway. Scapegoat. Okay, Battery. Ja, das ist je nach Arm jetzt oder was? Battery. Overture. Exploder. Jockey? Okay. Oh, warte mal. Was? Drück Kreis, um ihn zurückzurufen und halte Kreis, wenn er zurückkommt, um zu reiten. Führer beim Reiten und Tricks aus dem Springer. Das klingt geil. Das müssen wir da erstmal ausprobieren. Okay. Was soll ich sagen? Ach ja, genau. Man kann Neros Schwert aufbessern. Also, er kann, hat ein fucking Motorradlenkrad da dran. Und dann ist der nächste Schlag. Ja, man kann das auch vom Timing her nach einem einzelnen Schlag instant aufladen. Was ganz cool ist. Na gut, da kommen wir. Hey, verpiss dich doch nicht. Ja, jetzt. Okay. Kann ich damit doch irgendwie... Okay. es sieht lustig aus, aber ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie funktioniert. Kann man zum nächsten Ziel ausrichten. Okay. L3 drücken und halten. Da muss ich lang. Okay. Erstmal Zeug einsammeln. Ich meine, das war ja mal mega witzig mit der Rakete, aber... Mal ganz ehrlich, das hat doch wirklich nicht viel irgendwas beigetragen. Also, keine Ahnung. Oder ich kann es einfach nur noch nicht benutzen. Breakaway. Dann kann man die nicht durchswitchen? Das stört mich noch so ein bisschen. Okay. Was passiert? Alles geht kaputt. Komm her. Hau nicht ab. Komm. Alter. Okay. Ich glaube, das war so für die Leute, die den Dark Souls kennen, halt irgendwie so Viecher, die halt vor dir wegrennen. Und dadurch, also die viele Seelen haben. Ne, nicht Seelen, es gibt nur Items. Kriegt man in Dark Souls von denen. Also einfach Viecher, die vor dir weglaufen, wo es eigentlich die Herausforderung ist, die überhaupt zu erwischen.
cool, dass es die jetzt hier auch gibt. Ich fand es eigentlich immer ein bisschen nervig, aber man musste dann ja auch nicht hinterher rennen. Hier, guten Tag. Schlitzen. Mhm. Dann herzlich willkommen. Warum kann man nicht nach unten damit? Egal. Okay, das sieht lame aus. Also, Commentary mal beiseite, was ich überhaupt nicht gerade hinkriege. Aber es ist cool. Ich überlege schon, ob ich das einfach nur einen kleinen Zusammenschnitt mache. So, was Neues. Schockwelle nach vorne. Schnell vorzubewegen. Energiestrahl nach vorne. Ja. Also jede Menge Arme. Und man kann auch die irgendwie customizen oder so. Dass man sich ein vernünftiges Set daraus irgendwie macht oder so. Irgendwas war da mal, was ich gelesen habe. Über das Spiel. Ach, die scheiß Fliege da oben heilt ihn oder was hier? Oh, das sieht verdammt cool aus. Oh, man kann doch ein Sidestep machen. Ja, Finisher sehen immer cool aus. Der ist schon kalt geworden. Habe ich Eistee. Aber schmeckt auch noch. Getting really sick of this stupid tree. Was auch immer das für ein Ding ist, ey. So. Mehr Arme, die einfach so herumliegen. Da haben wir noch ein bisschen. Und mich stört das, dass man keinen Move nach unten hat.
Aber nach, mit nach hinten anstatt mit nach vorne. Okay. Ja. Ganz normale Nachbarschaft. Ach du! Zack, so, ja. Das fällt mir noch viel besser. Blup. Na gut. Also spielt sich hier wie wir schon mal ziemlich geil. Ach ja, das ist hier so. Da kommen wir nur durch, wenn wir so eine Lava haben. Hallo Freunde! Es macht auf jeden Fall Spaß. Aber es ist natürlich wieder nicht zum Kommentieren. Also nicht viel kommentieren. In meinem Fall zumindest. Weil ich das irgendwie überhaupt nicht kann, gleichzeitig zu labern und so ein actionreiches Spiel zu spielen. Zumindest aktives Kommentieren. Also ich kann währenddessen locker irgendwie mit Kumpels quatschen oder so. Aber wirklich kommentieren, ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt noch ein Video mache, weil eigentlich habe ich dann gar nicht mal mehr so viel Spaß dran. Aber hey, Devil May Cry. Ist halt geil. Not gonna lie. This new arm is pretty sweet. Und es sieht einfach gut aus. Oh, und ich will unbedingt mal. Ich dachte eigentlich, dass es eine andere Demo wäre, also eine komplett neue. Aber anscheinend nicht. Ich hätte gerne mal eine Demo gehabt, wo man den neuen Charakter spielen kann. Nämlich wie? Telefonzelle. Guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third week rule? Tell you what, you call me from now on and I'll hustle all over. So, okay, das sind im Prinzip jetzt Neros Speicherstationen. Whatsoever. Und wir können in dieser Demo auch zum ersten Mal rein. Ist ja chillig. Reiter, muss mal passen, Fähigkeiten. Devilbreaker aufstocken. Anpassen. Ja. Fähigkeiten. Roulette Spin. Ist für in der Luft. Shuffle. Weiche mit Rückschritten aus und konnte mit einem schnellen Stoß. Okay, da haben wir noch zu wenig Kugeln für. Roulette Spin könnten wir machen. Wir können es testen. Okay. Wir können es nicht testen. Das ist. Einfach nur, dass man bis zu Level 2 kommt. Air Hike, Doppelsprung, Enemy Step. Wird sehr viel benutzt von den ganzen Pros, weil man damit dann komplett neue Kombo, also bei jedem Enemy Step kann man irgendwie einen neuen Dings machen. Einen neuen neue Luftkombo oder generell Combo oder so. Da bin ich mir nicht ganz klar, wie es funktioniert, aber damit habe ich schon so viele krasse Kombos gesehen. Die Arme hängen sogar im Hintergrund. Geil. Ausrüsten. Sets.
Ja, okay. Passt schon. Wollen wir uns nicht zu lange aufhalten. Und machen lieber weiter. Okay, Kamera, danke. Dass du uns das Ding nochmal zeigst. Call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. It's boss time. Und danach ist auch bald die Demo schon wieder zu Ende. Aber an dem Boss können wir uns dann noch ein bisschen vergnügen. Ich bleib hier, okay. Ich bleib doch nicht unten. Damit. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Ausweichrolle ist ein bisschen zu wenig. Oh Gott. Ja, ich hau lieber ab. Ab nach draußen. Der reißt mich ins Kriegen rein. Oh, hi. Ob ich lieber weglaufen soll? Okay, ist das weg. Oh, Jesus. Komm. Sei doch nicht so. Lass mich in Ruhe.
sind wir weg gegangen. Gib ihm! Ich soll die weg. Egal. Das ist aber wieder ein Spiel, ne? Warum ist der eigentlich da? Okay. Okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schnell an die Ruhe. Stell ab. Fuck. Haha. Hab ihn. Ja, hätte besser sein können, aber für den ersten Durchlauf ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Irgendwelche Details, C-Punkte, gesammelte Sachen, extra rote Kugeln, nass geworden, Umweltzerstörer, Terminator. Mhm. Devil May Cry is back. Nee, ich kauf's nicht. Das nächste Spiel, was ich mir gönnen werde, ist Sekiro und ich glaube aber nicht, dass ich davon Let's Play durchhalten werde. Also, wenn überhaupt noch irgendwas kommt, vielleicht dann eher so kleinere Videos zwischendurch. Irgendwie A Way Out mit Plazy Gamer. Aber das kann auch dauern, bis da was Neues kommt. Und ich weiß halt nicht, wahrscheinlich wird es einfach auf seinem Channel fortgeführt, weil ich aufgrund aufnahmetechnischer Probleme mit meinem Rechner das nicht aufnehmen konnte. Und ist halt irgendwie scheiße dann, wenn das nicht richtig funktioniert und man nicht richtig aufnehmen kann. Also lassen wir das. Läuft der Trailer nochmal im Hintergrund. Na gut, den können wir uns ja nochmal angucken. Und ich verabschiede mich aber trotzdem jetzt schon mal dann von euch. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss. You and I like to exist, so get rid of those demons quick, 'cause killing them ain't my shit!
go. What evil lurks? I must destroy. V, why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Yeah! What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. You need to see this through. Dante's war. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Get out of here! This is a bad move! No! You're just a waste!